als die anderen Klone. Abgesehen davon, dass ich halt auch die Bücher gelesen habe. Na gut, Teil 3, also Band 3 fehlt mir immer noch, aber Band 1 und 2 habe ich halt gelesen von Republic Commando. Also Feindkontakt ist ja der erste Band und dann kommt, glaube ich, Zero Hour oder Triple Color. Ich weiß es nicht. Eins von beiden. Staffel 6 ist mega traurig, es kommt das Finale, Staffel noch also 7. Ja, wie gesagt, es wurde mir einfach zu viel. Diese Dinger wollten mir ein Loch in den Kopf bohren. Deltas, ich glaube, ich weiß, was mit 6-2 passiert ist. Eine Art Sammler-Droide. Achten Sie auf Interferenzen. Fixer, suchen Sie weiter nach 6-2. Das soll keine Drei-Mann-Show werden. Los, los, los! Weiter so, Kleiner. Wir haben hier einen toten Trooper, Deltas. Wie es aussieht, lauern auf diesem Schiff nicht nur Droiden. Egal, wer das Schiff gestohlen hat, er hat ja einiges geändert, Deltas. Der Flur zum Datenkern auf Achtern ist blockiert. Ich hoffe, Sie kriechen gerne, Sir. Wir müssen nämlich durch die Droidenzugangsschächte. Das ist der einzige Weg. Großartig. Vielleicht müssen Sie sich reinhacken. So, ich lasse Sie immer noch gerne ausreden. Staffel 6 mega traurig, weil der Ahsoka Tano verraten wird von ihrer Freundin Ophinia. Achso. Ach, dann war das das. Na gut, dann, okay. Dann habe ich doch zu Ende, also dann habe ich doch Staffel 6 auch noch geschaut. Ich habe gedacht, das wäre alles in 5 passiert. Naja gut, da habe ich irgendwo eine Lücke wahrscheinlich. Aber als ich dann halt irgendwann gesehen habe, dass noch eine Staffel rauskam, ja. Ich muss nur die Zugangsbeschränkungen knacken. Das hat mir gereicht gehabt eigentlich. Wieder ein paar Droiden für den Schrotthaufen. Und was dazu auch noch zu sagen ist, ist, dass der Buchautor, der sich quasi auch mit der mandalorianischen Sprache beschäftigt hat, aufgehört hat, Bücher zu schreiben für Star Wars, weil Star Wars The Clone Wars alles über die Mandalorianer einfach mal kaputt gemacht hat. Sie wird in Staffel 7 wiederkommen und dann geht das halt zu Star Wars Rebels und das finde ich auch geil, aber viele heulen rum. Es ist kein Star Wars. Ja, wie gesagt, man muss irgendwann aufhören, mal eine Kuh zu melken. Das ist einfach nicht gesund. Ich habe Rebels noch nicht geschaut, deswegen äußere ich mich dazu jetzt nicht. Ich habe es nur geil gefunden, als ich gesehen habe, Ahsoka Tano als Erwachsene. Fand ich nice. Ja, aber dann hört es halt auch schon auf. Aber nur deswegen möchte ich das auch nicht gucken. Zumindest noch nicht. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich mehr Zeit habe. Ich denke nur so eure Sache. Ja, deswegen dürfen sich... Also, man darf sich ja trotzdem eine Meinung haben und eine Meinung bilden. Ja, letztendlich. Und wenn man es gesehen hat, wenn man sich komplett angeschaut hat, und dann kann man halt sagen, ja, fand ich geil oder fand ich nicht geil. Wenn man halt von vornherein sagt... in die Nähe des Steuerbordkerns führen. Genau zu mir. Okay, warten Sie. Wir treffen uns am Kern. Wie gesagt, wenn man... Da sind Sie ja, Sir. Wir sind nah genug dran, um den Status der anderen zu überwachen. Wie lautet Ihre Position, 7? Ich bin im Steuerbord-Datenkern. In Ihrer Nähe müsste ein Sichtfenster sein. Wie gesagt, zu Rebels sage ich nicht, weil habe ich nicht geguckt. Da kann ich nichts zu sagen. Ich finde es zum Beispiel halt auch mega kacke, dass das Projekt Star Wars 1313 eingestampft wurde. Es hätte so ein unglaublich geiles Star Wars Spiel werden können. Einfach weil es halt mal komplett eine andere Richtung eingeschlagen hat als alle anderen Star Wars Spiele. Und was macht EA oder besser BZW, was macht Disney? Es lässt das Projekt fallen. Gustav Moll ist auch bei... Aber das letzte Mal. Hatte der immer noch überlebt gehabt, ja? Na gut, In dem einen Comic, was ich hatte, oder was ich, hatte ich das noch? Ich weiß es nicht. Da kämpft Darth Vader ja auch nochmal gegen Darth Maul. Also es gibt auch, Darth Maul wird auch nochmal ein paar Mal geklont. Genauso wie Darth Sidious. Etc. pp. Also da gibt es ja noch viel, viel, viel mehr.
Bei Rebels ist der Rip dank Obi-Wan. Na, wann spielt Rebels? Wann spielt das? Unschön. Ein Mausdruide. Ich mag Mausdruiden. Ah, schade. Es hat nicht das geile Mausdruiden-Geräusch gemacht. Ah, da sind sie. Ich bin in einer Minute bei Ihnen, sobald ich die Logdateien runtergeladen habe. Das war's. Jetzt. Moment, Interferenzen. Da. 7! Nein. Hören Sie mich! Verdammt! 4062, bitte melden! Halten Sie die Augen nach bewaffneten Gegnern offen. Hier sind Trandoshaner. Sie haben 07 erledigt. Delta Team, bitte melden. 38. 04. Achten Sie auf. Fällt unterm Treppen. Nein! Okay, ich muss gleich in den Schacht klettern. Alles klar. Hab ich verstanden. Ich sollte zwischendurch öfters schnell speichern drücken. Sorry, das ist ein seit Herbst 2014 laufende Animation, die Serie und dritten und ja, das ist dumm. Nach den Ereignissen von Episode 3 und vor denen von Episode 4 an. Ah, okay. Steht noch nicht. Alles klar. Ja, dann hätte der letzte Satz gereicht. Oder es hätte gereicht, wenn du einfach geschrieben hättest, zwischen 3 und 4. Man darf manchmal auch ruhig faul sein. Das ist okay, das ist ganz legitim. Ah, da sind sie. Ich bin in einer Minute bei Ihnen, sobald ich die Logdateien runtergeladen habe. Das war's. Jetzt, Moment, Interferenzen. Kein Problem. Ich bin eben hier eine Kleinigkeit im Foto. Alles klar. Hören Sie mich! Guten Hunger, lass dir schmecken. 4062, bitte melden. Halten Sie die Augen nach bewaffneten Gegnern offen. Hier sind Trandoshaner. Sie haben 07 erledigt. Delta Team, bitte melden. 38. 04. Achten Sie auf. Fällt unserem Treppo. Bitte. Die armen kleinen Autos, wie auch immer dazu sage. Wie ich immer dazu sage. Ich habe auch ein Messer, ihr Mistviecher. Ich habe die in Star Wars gerne verfolgt. Wieso kein Plan? Die machen zusammen mit R2 ein paar der geilsten Droiden-Sounds, die es gibt. Aber das Geräusch kam bis jetzt hier noch nicht. Leider. Oh. Keine Arme, keine Kekse. Aha. Eine R4-Einheit. Oder R2. Je nachdem. Oh, schade. Der hat auch nicht das coole Geräusch gemacht. Außerdem keine Zeugen. Alter, wie die hier durchhumpeln, ne? Ich habe einen R2-D2 Wecker Original. Schick. Ich habe hier links hinter mir steht eine Glasvitrine.
komplett vollgestellt mit Lego Star Wars. Sternzerstörer, Y-Wing. Bobas Sonnensegler. Einen TIE Crawler. Einen AT-AT, der sogar laufen kann. Man sogar ein bisschen programmieren kann. Und einen Juggernaut. Und draußen im Flur im Schrank steht noch ein ARC-170 Starfighter aus Lego. Das ist so meine kleine Star Wars-Sammlung. Oder meine Sachen, die ich so habe. Wollte den unbedingt haben. Er hat mich 30 € gekostet. Also für mich schon echt viel. Ja, für einen Wecker ist das auch viel. Und wieso versteckt er sich da hinten? Warum? Warum hat er sich da versteckt? Und wie ist er überhaupt da hingekommen? Und wer hat das vor ihm gestapelt? Bitteschön. Mit Schrotflinten? Ich hätte nicht gedacht, dass heutzutage noch jemand Projektilwaffen verwendet. Das ist jetzt auch sehr witzig. Vor allem A, wo ist die Schrotflinte hin? Und B, hatte ich das lange Zeit auch nicht gewusst. Aber ja, es gibt tatsächlich noch Projektilwaffen bei Star Wars. Und es gibt auch in Star Wars Battlefront 2 die Kommandotruppen, die roten gekleideten, ich glaube, ihr Schulteraufsatz, das Gatling, was sie da haben, das ist, glaube ich, auch eine Projektilwaffe. Meine Star Wars-Sammlung, glaube ich, plus 5 Figuren, wo jemand bei eBay einen Fehler gemacht hat. Er hat 5 oder mehr Figuren für 1 € Sofortkauf gemacht. Er wollte aber bieten. Rückzug! Ja, Sir! Das ist natürlich dann Pech, ne? Delta, die haben Minen. Nicht vergessen, die werden durch Bewegung ausgelöst. Wir müssen uns ducken, damit ihre Sensoren uns nicht orten und sie dann entschärfen. Aber beschweren bringt was? Naja, 1 € für 5 Originalfiguren? Ja, ich sag ja nichts. Achso, stimmt. Unten in den Schubläden von der Glasvitrine, da liegen ja auch noch ein paar Sachen drin. Haha. General Grievous, Boba Fett, Anakin Skywalker. Ja, Actionfiguren halt. Warte mal, das hier war der Save Point. Ernsthaft, ich muss wirklich öfters F5 drücken. Star Wars Filme plus Serien. Und den Wecker. Ja, die Filme auch. Und die Serie dann halt. Ich weiß, wie es zusammenhängt. Und zwar, ich habe nur von Star Wars Clone Wars Staffel 1 bis 5 habe ich hier. Und die 6. habe ich dann bei Netflix geschaut, glaube ich. So hängt das zusammen. Und als ich dann gesehen habe, irgendwann mal im Saturn oder so, habe ich dann gesehen Staffel 7. Und da habe ich mir so gedacht: Och nee, bitte nicht. So. War es gewesen. Achso, und dann halt noch Star Wars Clone Wars. Also nicht The Clone Wars, sondern Clone Wars. Die Zeichentrickserie. Die 3-minütige. Wo eine Folge 3 Minuten geht. So geil. So unglaublich gut gemacht. Feier ich immer noch mega. Staffel 7 gibt's noch nicht. Was? Okay. Okay, warte. Stimmt, da war ja was. Dann habe ich Staffel 6 irgendwann mal gesehen gehabt bei Saturn. Dann war das so rum gewesen und habe mir das dann gedacht. Bei Netflix habe ich es irgendwann mal nachgeschaut. Ah, okay. So war es gewesen. Oder? Nee, also, okay, ich bin komplett raus. Ich glaube, ich sage gar nichts mehr dazu. Ich sage gar nichts mehr dazu. Ich bin raus. Also ich weiß jedenfalls, dass das Sucker ins Exil geschickt wurde. So. Das ist mein Kenntnisstand. Ist der hat noch gelebt? Sack der Alte. Gibt's ja nicht.
Alter, das konnte ich auch nicht gemacht. Na ja, komm, zeig dich. Ihr Echsen müsst einsehen, dass ich noch gefährlicher bin als ihr. Mit Schrotflinten? Ich hätte nicht gedacht, dass heutzutage noch jemand Projektilwaffen verwendet. Rückzug! Ja, Sir! Delta, die haben Minen. Nicht vergessen, die werden durch Bewegung ausgelöst. Wir müssen uns ducken, damit ihre Sensoren uns nicht orten und sie dann entschärfen. Noch einer? Ich wollte gerade sagen, hier war doch irgendwo die Schrotflinte. Die Energiewaffe sieht aus wie ein Projektilgewehr. Wusste nicht, dass Echsen so nostalgisch sind. Aber ich finde, es sollte mehr Clone Wars Staffeln geben. Die wollen nur das Ende veröffentlichen, weil die es angeblich... Weil die es angeblich alte Zeiten nicht durften. Soll ich die eigentlich entschärfen? So. Gleich hab ich's. Ich wünschte, Fixer wäre hier. Das ist seine Spezialität. Wir scheinen Aufzeichnungen über alles zu haben, was passiert ist, seit das Schiff offline ist. Logdateien gesichert. Merkwürdig. Eine Datendatei. Aber kein republikanischer Code. Das müssen wir in die Zentrale bringen. Boah, das war knapp. Boah. Nein, nach die Mine! Ja, warum entschärfen? Ja, ich kann doch einfach durchgehen. Ah. Was? Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst. komm mal her, ich entschärfe dich jetzt. Die neue Serie ist echt dumm, keine Jedi zu sehen. Es handelt nur um die Speeder, die es im Film 1 oder 2 zu sehen gibt. Hä? Welche neue Serie? Naja, Star Wars hat aber auch viel mehr zu bieten als nur die Jedis. Die sind nicht das Spannendste. Deswegen sage ich ja, Star Wars 1313 wäre halt mega geil gewesen. Aber nein. Ich wünschte, Fixer wäre hier. Das ist seine Spezialität. Wir scheinen Aufzeichnungen über alles zu haben, was passiert ist, seit das Schiff offline ist. Oh. Hallo. Was will ich denn hier? Star Wars Assistance lief bei Disney Channel. Ja, naja, also... Ich sag's, ich wiederhole mich gerne. Disney hat viel Mist gebaut, was Star Wars angeht, ja? Wahnsinnig viel Mist. Und man soll eine Kuh nicht so lange melken, wie sie Milch gibt, sondern man muss sie auch mal ruhen lassen oder am besten einfach nur grasen lassen oder man schlachtet sie halt direkt.
Und dann war's das. Aber nicht noch mehr rausholen, als möglich ist. Das ist Quatsch. Ich finde das halt nicht geil. Und es war auch